Hallo und herzlich willkommen beim 99. Netzpolitischen Abend hier auf der C-Base. Es hat sich auf der Präsentation ein kleiner Fehler eingeschlichen. Es ist der 3.11.2020. Das wissen wir unter anderem, weil heute die Wahlen für einen neuen US-Präsidenten stattfinden. Hoffentlich neuen US-Präsidenten. Das Hashtag für heute Abend lautet NPA099, falls sich jemand im Internet einbringen will. Die Fragen werden nämlich nach den Vorträgen vorgelesen. Wir freuen uns natürlich über jede Frage. Und so sieht das Programm heute Abend aus. Am Anfang steht da Patrick Breyer, das ist ein Bürgerrechtler, Jurist und Politiker für die Piratenpartei. Der findet allerdings nicht am Anfang statt, sondern am Ende. Der kann nämlich erst ab 21 Uhr. Deswegen starten wir direkt mit Sarah Lincoln. Sarah Lincoln ist Juristin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Redet über Staatstrojaner und dann Benjamin Bergemann vom Digitale Gesellschaft Vorstand. Schönen guten Abend. Ich bin Sarah Lincoln von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und ich freue mich sehr über die Einladung zum netzpolitischen Abend. Und wie angekündigt, will ich heute über Staatstrojaner sprechen. Und zwar insbesondere über das Münchner Unternehmen Finn Fischer und ihren Trojaner FinSpy, der eben immer wieder von autoritären Regierungen eingesetzt wird, um oppositionelle Journalistinnen und Aktivistinnen zu überwachen. Die GFF hat gemeinsam mit netzpolitik.org, mit Reporter ohne Grenzen und mit dem ECCHR im letzten Sommer Strafanzeige gegen Finn Fischer bzw. die Geschäftsführer von Finn Fischer und ihrer Partnerfirmen gestellt. Unser Verdacht: illegaler Export des FinSpy-Trojaners in die Türkei. Ich werde gleich nochmal ausführlich auf diese Strafanzeige eingehen. Eins aber schon mal vorweg: die Staatsanwaltschaft scheint jedenfalls unseren Verdacht zu teilen, denn die Ermittlungen sind im vollen Gange. Am 13. Oktober teilt uns die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mit, in Zusammenarbeit mit dem Zollkriminalamt und unter Unterstützung weiterer Strafverfolgungsbehörden hat die Staatsanwaltschaft München I am 6.10. insgesamt 15 Objekte, Geschäftsräume und Privatwohnungen rund um München und ein Unternehmen aus der Unternehmensgruppe in Rumänien durchsucht. Die Durchsuchung dauerte bis zum Abend des 8.10. an. Die Ermittlungen werden weiterhin wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz gegen Geschäftsführer und Mitarbeiter der Finn Fischer GmbH und mindestens zweier weiterer Firmen geführt. Die Ermittlungen wurden aufgrund von Strafanzeigen im Sommer 2019 aufgenommen. Heißt also, ziemlich große Sache, bei Finn Fischer gab es eine groß angelegte Razzia und das ist auf jeden Fall ein erster Riesenerfolg unserer Strafanzeige. Jetzt aber nochmal ausführlich und von vorne. Was hat es eigentlich mit Finn Fischer auf sich und wie kam es zur Strafanzeige? Die Finn Fischer GmbH ist ein in München ansässiges Unternehmen für digitale Rüstungsgüter mit Schwerpunkt auf Überwachungssoftware. Finn Fischer gehört zu einem undurchsichtigen Firmengeflecht, das weltweit tätig ist. In München sitzen die Finn Fischer Labs GmbH, die Software entwickelt, die Finn Fischer GmbH und die Ellermann GmbH, die die Software vertreiben, ausweislich des Handelsregisters. FinSpy ist das Hauptprodukt von Finn Fischer und ein Staatstrojaner, also eine Späh-Software, die ausweislich der Eigendarstellung der Firma ausschließlich an staatliche Regierungen zum Zwecke der strategischen Aufklärung und Strafverfolgung verkauft wird. Finn Fischer bewirbt sein Produkt als das komplette Portfolio des Hackens. Der Trojaner funktioniert so, dass er meistens über Sicherheitslücken in das Zielsystem eingespielt wird. Und wenn die Software dann erstmal auf dem Zielgerät installiert ist, hat der Nutzer volle Kontrolle. Das heißt, Geheimdienste und Polizei können eben verdeckt auf Telefongespräche, Chats, Fotos, GPS-Daten, Mikrofone, Verbindungsdaten und alle anderen Apps und Daten auf Handys oder Laptops zugreifen. Und weil eben heutzutage sehr viel über diese Geräte läuft, ist das
ein bisschen so, als würde einem die ganze Zeit jemand über die Schulter gucken. Kleiner Exkurs vielleicht an dieser Stelle. Finspy wird übrigens nicht nur in der Türkei und in anderen Ländern eingesetzt, sondern auch in Deutschland. Das Bundeskriminalamt und die Berliner Polizei haben den Trojaner gekauft. Und der Einsatz von Staatstrojanern in Deutschland ist nicht nur ein massiver Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen, sondern gefährdet darüber hinaus auch insgesamt die IT-Sicherheit. Weil man, wie eben gesagt, Sicherheitslücken ausnutzen muss, um den Trojaner aufs System aufzuspielen. Und weil diese Sicherheitslücken deswegen eben offen gehalten werden und dann eben auch von anderen Menschen, von kriminellen Hackern oder ausländischen Geheimdiensten genutzt werden können. Weil dann eben diese Sicherheitslücken nicht den Herstellern gemeldet werden, damit sie zügig geschlossen werden, ist es eben ein Riesenproblem, was die IT-Sicherheit insgesamt gefährdet. Deswegen klagen wir übrigens bei der GFF auch in Deutschland dagegen, dass Staatstrojaner unter Ausnutzung von unbekannten Sicherheitslücken verwendet werden. Der Einsatz von Staatstrojanern in Deutschland ist schlimm genug. Noch schlimmere Folgen hat aber Finspy in Diktaturen und anderen autoritären Regimen, in denen die Software genutzt wird, um Oppositionelle, Journalisten und Aktivisten zu überwachen und kaltzustellen. Diese Karte von Citizen Lab aus dem Jahr 2015 zeigt, wo Finspy überall gefunden wurde. Eine besondere Rolle spielte die digitale Überwachung im sogenannten arabischen Frühling. Und zwar wurde Finspy im Nahen Osten wiederholt eingesetzt, um politische Opposition gezielt zu unterdrücken und zu zersetzen. Zum Beispiel zwischen 2010 und 2012 in Bahrain, wo die Software genutzt wurde, um Anwaltskanzleien, Journalisten, Aktivisten und Oppositionelle zu attackieren. Der damalige Geschäftsführer des Finn-Fischer-Vorgängers, Gamma International, Martin Münch, bestritt den Export nach Bahrain zunächst. Aber letztlich wurden dann Unterlagen geleakt, Archiv- und Lizenzunterlagen des Kundensupports, die belegten, dass es eben schon seit 2010 Geschäftsbeziehungen mit der bahrainischen Regierung gab. Aber Finspy-Funde gab es eben auch in Ägypten, Äthiopien, Saudi-Arabien und vielen anderen Ländern. 2015 dann reagierte die EU auf den Vorwurf, dass offenbar in Europa produzierte Überwachungssoftware völlig unreguliert in autoritäre Regime exportiert wird und führte eine Genehmigungspflicht ein. Und zwar ist es so, dass ab dem 1. Januar 2015 Intrusion Software in den Katalog der genehmigungspflichtigen Dual-Use-Güter aufgenommen wurde. Das ist der Katalog, in dem auch die klassischen Rüstungsgüter gelistet sind. Und seit Juli 2015 ist die Ausfuhr auch nach Außenwirtschaftsverordnung genehmigungspflichtig. Das Einzige, was davon ausgenommen ist, sind Exporte innerhalb der EU und außerdem gibt es so eine Art allgemeine Genehmigung für ein paar Länder außerhalb der EU, die ich hier aufgelistet habe, Australien, Japan, Kanada etc. Das ist also die Rechtslage seit 2014. Für Exporte bräuchte Finn Fischer jetzt eigentlich eine Exportgenehmigung. Wer ohne Exportgenehmigung exportiert, macht sich strafbar und riskiert bis zu 5 Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Das vor allem die Geschäftsführer, wenn sie Kenntnis hatten, weil es ja in Deutschland leider bislang immer noch kein Unternehmensstrafrecht gibt. Seit 2015 immer wieder bestätigt von der Bundesregierung, wurde aber keine solche Genehmigung erteilt. Das wurde zum Beispiel am 19. Juni 2019 bestätigt, wo gesagt wurde, dass bislang noch gar keine Genehmigung weder an Finn Fischer noch an sonst irgendjemanden für diese Intrusion-Software erteilt wurde. Trotzdem taucht Finspy auch seit 2015 immer wieder
in anderen Ländern außerhalb der EU auf. In der Türkei, in Libyen, in Myanmar und zuletzt eben in Ägypten, wo Amnesty International gerade dieses Jahr im September berichtete, dass eine staatlich geförderte Gruppe Aktivisten angreift und ausspioniert und dabei den Staatstrojaner FinSpy einsetzt. Und einen dieser vielen FinSpy-Funde haben wir eben zum Anlass genommen, gemeinsam mit netzpolitik.org, dem ECCHR, Reporter ohne Grenzen Strafanzeige zu stellen. Und zwar liegt unserer Strafanzeige, wie schon erwähnt, ein Sachverhalt in der Türkei zugrunde. Wir erinnern uns, es gab in der Türkei im Sommer 2016 einen Putschversuch und daraufhin wandelte sich die Türkei immer mehr zu einem repressiven Regime. Nach dem Putschversuch wurden mehr als 50.000 Menschen verhaftet und mehr als 140.000 Menschen aus ihren Berufen entfernt. Als Reaktion organisierte die Opposition im Sommer 2017 einen Marsch der Gerechtigkeit, den ihr hier seht. Der Marsch startete am 15. Juni und führte über 450 aus Ankara und führte dann über 450 Kilometer bis nach Istanbul. Und während dieses Protestmarsches tauchten dann Tweets auf von vermeintlichen Aktivistinnen, die eben eine ganz bestimmte Webseite empfahlen, Adalet. Das war auch das Motto dieses Marschs der Gerechtigkeit. Und die Tweets und auch diese Webseite bewarben dann einen Cloud- und Kalenderdienst, der eben dem Zweck der Vernetzung der türkischen Opposition dienen sollte. Und ja, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, die Webseite war natürlich fake und in Wirklichkeit hat man sich da einen Trojaner runtergeladen. Und wenn man dann hinterher nach dem Runterladen erschien dann eben dieses als Cloud-Service bezeichnete Symbol. Und wenn man das geöffnet hat oder nach dem Wiederhochfahren des Geräts war das Symbol dann verschwunden. Der Trojaner wurde unsichtbar und der Nutzer des Endgeräts aber für die Überwachungsbehörden vollkommen sichtbar, gläsern quasi. Was natürlich nicht auf diesem Trojaner stand, irgendwo aufgedruckt ist, dass es sich um FinSpy handelte. Diese Erkenntnis ist das Ergebnis umfassender IT-Analysen, die sich diesen Trojaner angeschaut haben, der auf dieser Webseite entdeckt wurde und zu dem Ergebnis kam, dass er mit früheren bekannten Samples von FinSpy so nahezu identisch ist, dass es sich um FinSpy handeln muss. Und zwar handelt es sich dabei um identische Quellcodes, also quasi, ja, der Quellcode wurde nicht als vollständig, aber als nahezu identisch identifiziert. Es gab auch sprachliche Hinweise im Quellcode, die auf FinFisher hinwiesen, zum Beispiel Textfragmente wie FinGift. Und es konnte auch nachgewiesen werden, dass der Herstellungszeitpunkt dieses Trojaners jedenfalls nach der Einführung der Genehmigungspflichten im Jahr 2015 lag. Wer ein bisschen mehr über diese forensische Analyse erfahren will, der CCC, Thorsten Schröder und Linus Neumann haben das nochmal sehr detailliert nachgeprüft und dazu einen ausführlichen Bericht gemacht, den man sich anschauen kann. Die haben sogar 28 Samples von FinSpy untersucht und eben diesen Befund bestätigt, dass es sich bei dem Trojaner, der in der Türkei gefunden wurde, um FinSpy handelte. Bleibt also die Frage, oder sagen wir mal, nach dieser Analyse wussten wir, der Trojaner, der gefunden wurde, ist sehr wahrscheinlich von FinFisher hergestellt, der FinSpy-Trojaner, erst nach 2015 hergestellt und es lag keine Genehmigung für diesen Export vor. Aber was wir nicht genau wussten, ist, wie genau der Trojaner jetzt in die Türkei gelangt ist. Und FinFisher selber
bestreitet in einer eidesstattlichen Versicherung, dass sie gegen irgendwelche Ausfuhrbestimmungen verstoßen haben. Finn Fischer erklärte im September 2019, dass die, also in einer eidesstattlichen Versicherung, die Finn Fischer Labs GmbH hat die Software Finn Fischer entwickelt. Die Finn Fischer GmbH hat zu keinem Zeitpunkt die Software Finn Fischer in die Türkei verkauft oder vertrieben. Vor diesem Hintergrund hat die Finn Fischer GmbH auch zu keinem Zeitpunkt gegen Ausfuhrschriften der Bundesrepublik Deutschland oder der EU verstoßen. Diese eidesstattliche Versicherung hat Finn Fischer im Rahmen einer einstweiligen Verfügung abgegeben, die sie gegen netzpolitik.org erwirkt haben, weil sie wollten, dass netzpolitik.org die Berichterstattung über die Strafanzeige aus dem Netz nimmt. Und in diesem Antrag hat Finn Fischer bzw. der Anwalt auch einige Szenarien in den Raum geworfen, wie der Trojaner möglicherweise ohne Wissen von Finn Fischer in die Türkei gelangt sein könnte. Zum Beispiel schlugen sie vor, dass die Software von Hackern kopiert worden sein könnte oder dass Kunden, also legale Kunden in diesen gelisteten Staaten Kanada, Japan etc., an die man ohne Genehmigung exportieren kann, die Software kopiert hätten und an andere Abnehmer weitergegeben hätten. Aus unserer Sicht sind diese Szenarien überhaupt nicht sehr plausibel. Eine Kopie durch Hacker ist unwahrscheinlich. Es gibt Kopierschutz und bis heute wurde auch niemals der gesamte Quellcode von FinSpy geleakt. Außerdem ist es auch unplausibel, dass jemand den gesamten Code kopiert, einschließlich der identischen Codiersprache. Ebenso wenig scheint es uns plausibel, dass Kunden die Software kopieren und weitergeben, ohne dass Finn Fischer dies weiß. Unter anderem auch, weil der Einsatz dieser Software umfangreichen technischen Support und Wartung erfordert. Die Staatsanwaltschaft München jedenfalls scheint davon auszugehen, dass Finn Fischer nicht ganz unschuldig daran ist, dass FinSpy in der Türkei gelandet ist. Die Durchsuchung zeigt, dass die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe ziemlich ernst nimmt. Und wenn die Durchsuchung genügend Beweise zutage gefördert hat, dann können die Ermittler den Fall zur Anklage bringen. Was der Fall auf jeden Fall jetzt schon zeigt, ist, dass eine effektive Exportkontrolle anders aussieht. Es kann eigentlich nicht sein, dass ab 2015 Exportgenehmigungspflichten gelten, dass aber eine Firma wie Finn Fischer ihr Geschäft so weiter betreibt, als wäre nichts gewesen. Dass also der FinSpy-Trojaner weiterhin in zahlreichen Ländern auftaucht, ohne dass Exportgenehmigungen dafür vorliegen. Das heißt, wenn hier Schlupflöcher genutzt werden, dann zeigt der Fall auch, dass die Exportregulierung der EU und Deutschlands lückenhaft sind und dringend verschärft werden müssen. Und es gibt tatsächlich gerade eine Reform der Dual-Use-Verordnung, aber die wird leider extrem verschleppt und verwässert, woran auch Deutschland nicht ganz unschuldig ist. Interessant könnte übrigens in diesem Zusammenhang auch das Lieferkettengesetz sein, das von vielen NGOs gefordert wird und mittlerweile auch in der Bundesregierung diskutiert wird. Und zwar geht es darum, in Deutschland Unternehmen zu menschenrechtlicher Sorgfalt zu verpflichten. Und zwar menschenrechtliche Sorgfalt entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Wenn so ein Gesetz käme, wäre es jedenfalls recht schwierig für Finn Fischer zu behaupten, dass sie nicht nachverfolgen müssen oder können, wo ihre Trojaner landen und von wem sie verwendet werden, sondern sie müssten dann eben Verfahren einführen, die sicherstellen, dass sie das im Blick haben und dass sowas nicht passiert. Wir hoffen aber jedenfalls, dass die Ermittlungen zur Anklage führen und sind gespannt, wie es weitergeht. Und so viel erstmal zu diesem Fall. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, wir freuen uns immer über neue Fördermitglieder. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit erstmal. Ja, dann vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ist auf jeden Fall super spannend.
Und es stellt sich auch irgendwie die Frage, ob ihr die Strafanzeige mit Betroffenen gestellt habt? Tatsächlich nein. Also wir haben die Strafanzeige allein auf der Basis der Fakten. Finspy ist in der Türkei aufgetaucht, es gab keine Genehmigung und eine Analyse, eine forensische, hat ergeben, dass es sich tatsächlich um Finspy handelt. Wir hätten natürlich gerne Betroffene dabei gehabt, aber es ist tatsächlich recht schwierig für Menschen, die jetzt noch in der Türkei sind, sich so einer Strafanzeige anzuschließen. Sie gefährden sich damit selber und wir haben jetzt keine Exil-TürkInnen gefunden, die von diesen Trojaner betroffen waren. Wir hatten allerdings schon Kontakt zu Leuten, die diese Tweets kannten und bekommen haben. Alles klar. Ja, ergibt Sinn. Dankeschön.